Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich, ja, hab ich. Und zwar an diesem kommunalen Mehrzweckfahrzeug von Bluebricks. Entwickelt, also oder erfunden, designt, wie auch immer, hat es der Niklas, der Junge aus Flandern. Ne? Und den habt ihr vielleicht auch schon bei Bluebricks gesehen, das ein oder andere Mal. Und er hat uns diesen Unimog gebaut. Dieser Unimog besteht aus Kunlongstein. Ich war aber verdutzt. Die Steine fühlten sich wirklich durch die Bank weg qualitätsmäßig gut an. Die Steine sind also auch vom Spaltmaß viel besser. Orange ist immer schwierig, da sind sie auch ziemlich nah dran. Also es gibt fast kaum Abweichung. Ich habe nach den Seriennummern geguckt, musste extra nachgucken. Respekt, also wenn das schon immer so wäre. Ich habe das Gefühl, sie haben auch hier für die Mischung für Segao genommen und nicht die von, die, wo sie für ihre Billiglinie Kunlong benutzen, weil es glänzt so. Okay, also Steinequalität. Ich würde mal sagen, vielleicht ein bisschen Glückssache. Vielleicht sind sie jetzt tatsächlich mal einen Sprung nach vorne gegangen. Weiß ich nicht, wäre ja schön, egal. Jedenfalls in diesem Fall, ich hatte nichts zu meckern. Nichts zu meckern. Also, das ist dieser Unimog. Sehen wir von vorne. Typische Haube. Unten Stoßstange groß, natürlich die Lampen. Oben dran das Nummernschild, will ich jetzt mal sagen. Und wir sehen zum Beispiel unten eine Kugelgelenkaufnahme, die schauen wir gleich noch genauer an. Dann hier von der Seite, wunderbar, Flat-Silver-Elemente, alles da unten, schöner Auspuff da oben, eine Ladefläche, schöne fette Reifen für die Größe, genau richtig. Und wir haben hier hinten ein schönes Heck. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben auch hier unten eine Kugelgelenkaufnahme und wir können hier eine ganze Menge machen. Als erstes Mal möchte ich aber die Fahrerkabine mal aus der Nähe anschauen. Gehe ich mal ein bisschen nach vorne. So. Das sieht richtig schön aus. Wir haben zwar keine Türe, aber sie wird angedeutet mit dem Griff. Das sind diese Rollschuhe. Dann haben wir hier, das können wir abnehmen, der Deckel so, und dann kann man da reingucken. Und wir haben einen rudimentären Sitz, man könnte als eine Minifigur hätte Platz. Dann haben wir ein Lenkrad da drin und das war es dann auch schon. Ist ja auch nicht so groß, das Ganze ist 8 Noppen breit. Dann kann man das wieder da drauf machen, so. Und dann haben wir noch die andere Seite, wo wir hier unten schauen. Schön, so wie so eine Art Wassertank vermutlich. Wir haben vorne andere Felgen als hinten. Also Kotflügel, sorry. Und hier hinten seht ihr eine Pin-Aufnahme. Und das, jetzt fängt nämlich der Spaß an. Denn Niklas, der hat uns ein echtes Mehrzweckfahrzeug gebaut. Wir haben einmal die Ladefläche ganz normal. Die Ladefläche lässt sich kippen. Das ist cool. Und man kann ein Verdeck drauf bauen, also dass wir ein komplettes geschlossenes haben. Wer mag, kann ja da hinten auch das hier rausbauen und dann hat man quasi eine offene Ladefläche hinten, wenn man möchte. So. Und dann haben wir das Ganze schon mal ein klein wenig umgebaut. Das nächste, was wir machen können, ist wieder mal feststellen, dass der Pin an manchen Sachen besser hält als die 4 Noppen. Ja. So. So sieht das übrigens von unten dann aus, die ganze Ladefläche. Und so, wenn man es ohne hat. Sieht auch gut aus. Andere hätten es einfach nur genoppt. Hier ist es gefliest. Finde ich schön. Gut.
Dann sagen wir mal ein kommunales Fahrzeug, Mehrzweckfahrzeug, ne? Sollte ja zum Beispiel auch Ampeln oder Stromleitungen reparieren. Dafür haben wir dann diesen Aufsatz, der sich natürlich in alle Richtungen drehen lässt. Dazu haben wir hier zwei Kästen. In dem einen ist auch eine Flasche, Öl oder was weiß ich alles. Ihr wisst schon, einfach bloß der runde Zylinder mit dem dünnen Noppenaufnahme oben. Und auf der Seite haben wir auch einen Kasten. Man kann es leider nicht weiter als so hinstellen, ja, weil sonst, ne, nach unten geht's. Irgendwo muss es, läuft's halt, klemmt es halt unten, ne, da geht es nicht weiter. Ist aber nicht schlimm. Ne, die Höhe reicht jetzt für Lego-Hausen allemal. Aber schön, mit kleiner Hebel, allem drum und dran, finde ich klasse. Gefällt mir. Und da bleibt es mal wieder dran hängen. So. Machen wir mal kurz aus der Nähe, damit man das richtig sieht. Also der Niklas hat ja richtig seine Hausaufgaben gemacht. Das gefällt mir, das wollen wir doch auch würdigen. Sieht aber ordentlich aus. Tipptopp. Gefällt mir. Dann ist zum Beispiel, muss er vielleicht noch Oberleitung machen. Jetzt hätten wir das drauf lassen können. Egal. Jedenfalls hier kann man auch noch Schienen dran bauen an das Fahrzeug. Und dann kann man das auf den herkömmlichen Lego-Schienen fahren. Auch cool, oder? Coole Idee. Gefällt mir also. Dann werden wir das mal wieder entfernen. Natürlich ist es halt so, dass man das mehr für uns erwachsene Fans konstruiert hat. Und es ein bisschen auch mehr dem Design geschuldet ist. Also die C-Clamp hält jetzt halt so, dass man halt alles rausruft. Egal. Nicht weiter schlimm, aber ihr solltet es wissen. So, und jetzt kommt dann langsam der böse Winter. Und dann kann man den Unimog zu einem kleinen Räumungsfahrzeug umfunktionieren. Und zu diesem Zweck kann man einmal hier vorne den Räumflug, ne, da vorne dran machen. Schön in viele Richtungen beweglich, sehr gut. Wir haben hier hinten das Salz. Es wird auch angedeutet eingebaut. Finde ich cool. Und natürlich darf ein Salzstreuer nicht fehlen. Finde ich auch cool. Wie ihr seht, die Noppe da oben und das Kugelgelenk sind nicht hundertprozentig auf der gleichen Höhe. Es wäre auch besser gewesen, man hätte hier eine eine Kreuzachse gemacht. Ich glaube, das werde ich jetzt auch gleich mal ändern. So, also, ne, da seht ihr auch den Abstand da, das ist halt ein bisschen doof. Werden wir gleich ändern. Gut. Jedenfalls, also für den Winter sind wir gerüstet, haben wir ein Fahrzeug und ich bin sicher, ich habe irgendwo eine Kreuzachse. Irgendeine verflixte Kreuzachse, Pinaufnahme. Nehmen wir doch das da hier. So. Nehmen wir mal kurz das hier raus. So. Ja. Ja, schon viel besser. Ne? Seht ihr, was ich meine? Also, das ist mal eins, lieber Niklas. Umändern für die nächste Charge-Auflage.
damit das besser funktioniert. Jetzt gibt es noch eine Sache zu tun. Und zwar gibt es noch eine Funktion, und zwar, wenn man nämlich an der Autobahn entlang fährt und man über die Absperrung hier drüber den Rasen mähen muss. Ne? Da hat er hier unten so angedeutet die Scheren, und da kann man das hier so schön am Rand die Böschung entlang fahren lassen. Klasse, richtig klasse. Das muss man schon mal sagen. Hut ab, Herr Niklas. Also seine Vorfahren aus Flandern können stolz sein. Tipptopp. Das ist also wirklich grandios. Nachteile, nachdem wir jetzt die schönen Vorteile gesehen haben. Also zum einen ist es halt so, dass das Set bei all diesen ganzen Spezialmöglichkeiten ist immer halt noch nicht 100% Erstklasssteine, sind aber sehr, sehr gute. Und das aufgrund des Designs und des Konzepts nicht für kleine Kinder ist. Ja, also 5-6-Jährige sind außen vor. Bauen könnten sie es vermutlich. So schwer ist es nicht. Aber man muss halt nachher vorsichtig hantieren. Ihr habt jetzt gesehen, wie ich das jetzt gemacht habe. Ne? So. Aber dann hat man seinen Spaß damit. Nachteile. Also, diese Pin-Noppenaufnahme austauschen gegen Kreuzachse-Pin. Dann klappt das auch mit dem Schneepflug hinten, also mit dem Salzstreuer hinten. Ne? Das ist mal das eine. Der andere Sache, wo ich leider ein bisschen zu meckern habe, ist, und zwar, man baut an dieser Stelle drei Einerbrick nebeneinander. Da ein, da ein. So, kurze Unterbrechung, wer es gemerkt haben, Akku leer, Pech gehabt. Also, wir waren bei den drei, genau. Also, warum da drei einzelne sind, da hätte man eine Ecke machen sollen, wäre besser gewesen. Ich meine, das Zeug ist auch so stabil, aber trotzdem. Ne? Gut. Ansonsten habe ich eigentlich an diesem Gerät überhaupt nichts auszusetzen. Es ist einfach ein fantastisches Teil. Das muss man schon sagen. Hut ab, Niklas. Hast du gut gemacht. Gut. Soviel zu den Nachteilen. Man bekommt natürlich eine PDF-Anleitung. Der kann man locker super fluffig folgen. An dieser Stelle seht ihr übrigens auch, wie das Werkzeug da ist. Das habe ich letztes Mal nicht geschnallt beim letzten Bluebricks. Für die Bügelperlen benutzen sie die Lanze. Das Problem ist, diese Lanze ist nicht wirklich gut. Leider habe ich keine Bügelperle übrig. Wenn die draufsteckt, die steckt fest drauf. Ne? Ich kann es immer wiederholen. Guckt, dass ihr euch ein kleines Kobi-Set mal kauft. Was auch immer euch vorliegt, vielleicht eines von den alten Spielsets oder sowas oder Panzer oder was auch immer euch halt zusagt. Aber dieses Werkzeug ist einfach Gold wert für Bügelperlen. Ansonsten nehmt den kleinen Hammer oder so. Die kleine Zange, kennt ihr ja, wo oftmals benutzt wird. Gut, ja, kommen wir also zum Fazit. Das Fazit lautet, für 25 Euro erhaltet ihr ein richtig tolles, vielseitiges Set, das ich persönlich absolut Hammer finde. Ich werde es für Noppenhausen, die Spielstadt meiner Kinder, wo auch ein Teil meiner Sachen drin stehen, werde ich dafür verwenden.
Ich werde mir noch überlegen, irgend so eine Werkhalle, weil das Fahrzeug plus, kennt ihr die Straßenkehrmaschine von Lego mit ein bisschen Technik und so? Ja, mit dem und dem Qingbao-Fahrzeug für Müllabfuhr hat man eigentlich alles beisammen, was man für einen Verkauf braucht, um die Stadt sauber zu halten und so weiter. Perfekt. Finde ich geil. Niklas, hast du super gemacht. Extrem genial. Bin mal gespannt, ob er noch mehr macht. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Glück wie ich mit den Steinen. Also wenn die ganze Charge so ist, wie ich die jetzt hier bekommen habe, dann gibt es nichts, das irgendjemand auszusetzen haben kann. Genau. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, habt viel Spaß beim Bauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye bye.